kleine Pause knopje, is dat helemaal klaar? Ja, dat is een aardig trekken. Zorg dat je het video-scherm hebt. Dan doe ik het. Als je man in auto. Dat is eruit. Hij had de opkomst gekozen om niet meer op te rijden. Alleen als het goed is, dat vol wordt. Hij dreht al in hoek, dus hij moet kijken voor mij. Ik ga naar Neufahrt met Wim in Ring, ziet motiviert aus. En ja, die jongens, die Hamburg. De Hamburg, definitief. Ja? Ja, man hat schon verlieren sehen, aber ich glaube, Matschina Ruschka wünscht sich den Kampf nicht nochmal. Das glaube ich auch, aber den nehmen wir dann auch noch. Mal gucken, wie der aussieht. Das wird natürlich das absolute Highlight. Der Ruschka, das war auch der Hauptakteur. Der Punisher. Aber gerade diese Härte, dass auch Leute hier wirklich verlieren wie Manuel, zeigt, dass wir auf einem sehr guten Niveau kämpfen und immer besser werden. Und auch Manuel ist gewachsen daran. Man wächst durch Niederlagen, nicht durch Siege. Manuel hat lange Pause jetzt gehabt und ich trainiere öfter mit Manuel. Ich kann es dir sagen, der arbeitet an sich Tag für Tag. Ich muss da nicht mal reingefahren. Wir werden hier immer so sehen, der oben tut. Überraschung, also auch im Treppel, er geht immer mehr auf ein bisschen Missions und so weiter. Also er sagt, Manuel ist ein reines Ringermonster, der ist hier auf Holz. Das sehen wir bei den DGL immer öfters, ne? Da können wir ja Teamkollegen immer bewundern beim letzten Kampf. Ganz genau, ne? Auch da geht er in einen Armbar rein, was keiner erwartet hat, zieht das Ding durch. Wir haben uns sehr amüsiert mit dem Abend. Nee, das war hier spannend. Auch Manuel hat eine beeindruckende Body, oder? Ja, der Manuel. Auch durch seine Härte und man hört hier die Stimmung steigen. Was man auch wissen, wie als Teamkollegen vor allem, dass Manuel eine Hammer-Kondition ist. Das ist durchaus. Also ich meine, wer sagt, er ist eine Woche nach der vierten Runde gegen Matschina Ruschka. Er hat vier Runden lang so ein Tipps geführt, wie man vor Jahres Nano gesehen. Das muss man auch mal machen. Das ist halt. Ich bin mir sicher, hier wird der Kampf sicher nicht über die Kondition von Manuel entschieden. Gegner, ich glaube, hier geht es entweder über Technik, Knockout oder über die Zeit. Da bin ich also ich glaube auch, Submission oder Knockout direkt so weit werden wir ihn sehen. Und, ich freue mich auf den Kampf. Ich glaube, das ist für Manuel auf jeden Fall der erste Gegner, der ihm am Boden Konter gibt. Ja, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was er vorhat. Und das gucken wir jetzt mal an, ne? Ganz genau. Harder Game, ne? Ja, damit sieht es ein bisschen aus wie David gegen Goliath, gut, aber... Erfahren. Yes. Gut. Was hat Erfahrung? Wie man bei... Erfahrung. Ja, 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 Erfahrung. Ich wüsste ja alles in Deutsch. Okay. Auch durch Willen, ne? Okay. Ja, er hat Erfahrung, das ist das. Den hat man gesehen, ne? Aber gut. Was geht los? Weißt du nur, dass er sich einmal festgehalten hat. Aber ja, ja. Kann ich auch nichts machen. Steht sehr gut, besser als man sonst gewohnt ist, sicher. Oh, Hartabschöpfer hier! Bringt ihn direkt zu Boden, Neufang holt sich die Guard. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Neufang geht auf Triangel. Arme Lord Triangel, einfach Bein macht er jetzt. Manuel macht es richtig, zieht den Kopf ran, so dass Neufang nicht über die Schultern rutschen kann. Jetzt geht Manuel raus. Sport geht vorbei, nein, ist ein Halbguard. Hammerrechte, oder? Hammerrechte und hält es auch schön den Arm fest. Timo, lass den! Ich weiß nicht, was der Neufang ein bisschen die Knie vielleicht blockiert. Ah, Timo, lass den! Timo, lass den! Oh, schön! Hammer! Dreht sich direkt raus. Und man sieht, der Neufang bewegt sich am Boden wirklich sehr gefährlich. Aber Manuel ist sehr ruhig, kontrolliert es erstmal. Nutzt deine Masse auch jetzt. Richtig nee. Gut. Trainieren. Ja. Man sieht auch hier die geile Bodenschule von Manuel und von Neufang. Aber Kampf im Boden. Auf alle Fälle. Also hier passiert was. Man
unangenehm und anstrengend, wenn man so zu kämpfen. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn jemand den Boden so klammert, raubt dir das Kraft. Was meinst du? Auf jeden Fall, vor allem, weil Neufeld immer attackiert. Er ist jetzt wieder auf dem Weg zu Kimura. Kriegt sie Gott sei Dank nicht, weil Manuel sie nicht macht. Aber das kostet Kraft. Ne? Du musst immer wieder verteidigen. Ist es, ne? Du musst auf deine Base, und das sehen viele Leute gar nicht, diese Base stabil zu halten. Das verlangt einiges an Ausdauer. Ja, vor allem, weil Läufer jetzt wieder an dem Arm hängt. Du musst jetzt aufpassen, genau zu stören, alles, wie der es gerade so schön sagt. Ja, genau, man hört aus der Ecke, und alles kaputt machen. Alles auch, hier sieht man der Gameplan, alles zerstören und selber dominant durchzuarbeiten, denn ich meine. Also ist hier dominant. Hey, los geht's, hier Acker, Hüften gehen. Los, los, los. Geht auf jeden Fall vorne. Hey, denke ich auch, obwohl, wie gesagt, die Anzeige sehr gefährlich sind. Nach einem Triangelversuch, die Manuel wunderbar erkannt hat und den Arm wieder reingedrückt hat. Alex, los, 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 los. Hey. Perfekt, neuer Arm. Der ist Hammer, der ist beweglich, der Junge, ne? Der ist sehr beweglich. Wie lange noch? Ja, man sieht noch mal so einen Stillstand. Hier kommt jetzt auch nicht noch ein bisschen aufpassen, weil auf Neidmann dazu jetzt genau in den Arm dazu kommt. Manuel zu sweepen ist, glaube ich, ein Wunsch. Ja, das wäre ein Wunder, kleines, glaube ich. Hey, hol die Garten passieren. Zurück, und zwar schnell. Also, hat das mal geschafft, aber... Hol die Garten zurück. Nee. Glaube ich, aber jetzt ist Manuel an der Garten vorbei, hängt in der Hand. Hey, boah, los geht's, hol die Garten zurück. Das Sidebound, wie man sagt. Arm, boah, Fuß rein. Geht sich immer nach hinten hin rein. Hammer geht jetzt wieder auf die Full Guard. Ja. Wieder Kimura-Versuch, Sweep-Versuch, also alles, was er macht. Alex, probier was anderes. Das ist ja ein Läufer, wird das Kraft. Ja, aber er muss es durchhalten, weil wenn er ruhiger wird, wird Manuel attackieren und dann kriegt er Probleme. Das denke ich auch. Ja, Manuel trifft. Schön vom Mann. Das war gefährlich für den Triangel. Er hat ja da spekuliert. Aber Neufer dreht sich hammermäßig wieder aus. Oh. Ah, dann könnt ihr mit Armhebel. Ende. Manuel verliert mit Armhebel. Eine Wahnsinnstechnik. Hinten rum raus. Armhebel. Das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung. Nicht, weil Manuel sehr gut dominant war. Du hast gesehen, er hat wirklich immer wieder attackiert. Und Erlenmann hat es auch geklappt. Also ganz ehrlich, ich wäre nicht nachgegangen. Ich wäre als Schatten geblieben. Ich habe mich so oft schon geärgert, warum ich irgendwas tue. Ich habe auch schon Köpfe und Kopf dominiert und hole die Gegner runter und verliere nach unten. Ich weiß nicht warum, aber... Warum geht's, zählt ja nicht. Zurück ins Studio, über analysieren. Überlegen. Und das Gameplay von Anfang war korrekt von Manuel, aber du sagst, dieser Takt zu schnell runter, vielleicht doch lieber oben bleiben, aufstellen lassen. Er hat das gut gemacht, aber das war halt ein permanentes Risiko. Permanent, weil das wissen wir ja. Hammer. Der Neufang Hammer, mit dem man ist. Ja, also. In Deutschland hier einiges noch. Also, ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, der wird in Richtung Titelkampf gehen. Der Neufang, da bin ich mir sicher. Denn man hat hier zwei der besten Abschläge nicht aufeinander treffen lassen. Und ich glaube, Ratschina Ruschka hat es warm gemacht und beide verteidigt. Das ist ein Hammer. Das auf jeden Fall, weil Ruschka hart ist wie eine Sau. Und natürlich auch unheimlich. Und sehr unangenehm ist. Da bin ich auch mal gespannt. Weil Neufang hat auch viel eingesteckt. Und Ruschka haut, glaube ich, schlimmer. Also man wird sehen.